Willkommen, Freunde der analogen Unterhaltung, zu den Brettspiel-News hier auf Hunter und Kron. Am Montag sind die Nominierungen fürs Spiel des Jahres 2015, fürs Kennerspiel des Jahres 2015 und fürs Kinderspiel des Jahres 2015 bekannt gegeben worden. Wahrscheinlich habt ihr es eh auch alle schon mitgekriegt. Wir haben auch schon unser Video online, wo wir über die Nominierungen zum Spiel des Jahres sprechen und auch über die Empfehlungsliste. Ja, nominiert sind The Game, Cold Express und Machikoro. Beim Kennerspiel ist es Elysium, Broom Service und Orléans geworden. Das Video dazu, also über die Nominierungen und über die Empfehlungsliste, das folgt in Kürze. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dieser Nominierung haltet. Natürlich immer wieder, wie jedes Jahr, gab es die ein oder andere Überraschung. Dieses Mal sicherlich so ein bisschen The Game, wobei wir hatten es schon irgendwie auch so mit auf dem Schirm und es gab auch Leute, die drauf getippt haben. Trotzdem auf jeden Fall eine Überraschung. Witzig ist übrigens immer, wie das Ausland auf Spiel des Jahres Nominierung reagiert, weil ja, es ist einfach der wichtigste Spielepreis der Welt, der Oscar der Spieleszene. Und es ist halt lustig, weil gerade die Amerikaner auch immer wieder überrascht sind, was da für Spiele plötzlich auftauchen. Ich habe in einem Blog gelesen, auf der einen Seite ist Spiel des Jahres eben der wichtigste Preis, auf der anderen Seite ist es der schwerst vorhersagbare Spielepreis überhaupt. Und natürlich, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass natürlich die Jury da Spiele auch nominieren kann, die im Ausland noch gar nicht erschienen sind. Übrigens, das gilt hier in dem Fall für The Game. Das ist ja in Nürnberg erst vorgestellt worden und das kennt man wirklich, wenn überhaupt, nur im sehr kleinen Kreis hier in Deutschland. Und ja, die Amerikaner haben sich da erstmal die Augen gerieben. Was ist The Game? Vor allem der Oberwitz an dem Spiel ist ja, dass man es auf Board Game Geek praktisch nicht finden kann. Gebt mal da The Game ein. Viel Spaß, da das richtige Spiel zu suchen. Eric Martin hat, glaube ich, geschrieben, er empfiehlt, im Suchbegriff kannst einzugeben, weil der Untertitel Spiel heißt ja Spiel, solange du kannst. Ja, das zur Nominierung. Wie gesagt, unsere Videos, schaut es euch an. Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt und vor allem, was ihr glaubt, wer am Ende gewinnen wird. TrickTrack hat einen Relaunch angekündigt, schon wieder. Version 5 ist wohl im Anmarsch und es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Ich habe wirklich das Gefühl, TrickTrack will sich hier zum europäischen Alternativportal Mausern zu Board Game Geek, was ich wirklich eine tolle Sache finde. Es gibt jetzt auch TrickTrack England, glaube ich. In Deutschland macht es ja der Guido Heinecke, aber die ursprüngliche TrickTrack-Seite kommt ja aus Frankreich. Ja, das neue Design, muss ich sagen, was man da so sehen kann, sieht super aus, sehr modern, tolle Community-Funktion. Da ja, muss man einfach sagen, Board Game Geek sieht dagegen schon ganz schön alt aus. Klar, es wird immer die Geek-Seite bleiben, denke ich. Aber cool zu sehen, dass es eben jetzt bald eine europäische Alternative wahrscheinlich geben wird. Wir sind da auf jeden Fall auch mit dabei und werden da im Leserbereich immer wieder mal was posten. Apropos Board Game Geek, weil ja, wir sind fast schon so ein bisschen gerührt, vielleicht auch ein bisschen stolz, kann man sagen, weil es gibt jetzt die offizielle oder die erste Hunter und Kron Micro Badge auf Board Game Geek von der Community selbst erstellt. Da haben wir direkt gar nichts mit zu tun gehabt. Wenn ihr jetzt Geek Gold auf der Bank habt, dann könnt ihr beim Board Game Geek euch eben diese Hunter und Kron / Freund der analogen Unterhaltung Micro Badge kaufen. Ich glaube für 8 Geek Gold und das habt ihr dann unter eurem Profilbild. Ja, natürlich eine witzige, super Sache. Wir sind definitiv so ein bisschen stolz, weil ja, wer hätte das gedacht vor anderthalb Jahren, jetzt gibt es uns sogar als Micro-Badge auf Board Game Geek. Das Programm der Brettspiel-Convention 2015 geben wir wirklich hoffentlich Ende der Woche jetzt endlich bekannt. Ist immer noch viel dazwischen gekommen hier, Spiel des Jahres und noch ein paar andere Geschichten. Was wir schon veröffentlicht haben gestern, ist die genaue Adresse, weil es gibt jetzt auch Leute, die eben schon Reiseplanungen machen wollen, überlegen, wo sie unterkommen sollen und so weiter. Guckt einfach auf unserer Homepage. Es gibt auch eine direkte URL www.berlin-con.de oder auf hunter-und-kron.de gibt es eben die Berlin-Con-Seite. Da gibt es jetzt eine Unterseite Anfahrt. Da steht genau, wo sie stattfindet. Petersburger Platz Nummer 5 in Berlin-Friedrichshain, wenn ihr irgendwie da in der Nähe unterkommen wollt. Ja, guckt es euch einfach an, wo das liegt. Und jetzt ist es soweit, unser Activity 25 Jahre Jubiläumsgewinnspiel von letzter Woche
wird zur Auflösung kommen. Vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Waren wirklich eine ganze Menge, die das YouTube-Video kommentiert haben und damit eben jetzt in Beziehung kommen. Jetzt ist natürlich die Frist auch rum. Also wenn ihr dürft natürlich gerne weiter kommentieren, aber das Gewinnspiel ist natürlich gelaufen. Ja, dieses Spiel hier, 25 Jahre Jubiläumsedition, werde ich jetzt verlosen. Dazu habe ich alle Namen von euch auf kleine Zettel geschrieben. Ja, hier sind sie im Original Hunter und Krone Ruhrglas Gewinnspiel Becher. Ich habe es ein bisschen schlampig geknüttelt, die Zettel, deswegen werde ich jetzt die Augen zumachen, weil man teilweise ein bisschen lesen kann. Man kann es nicht lesen, aber man kann es zumindest grob erkennen. Deswegen werde ich jetzt die Augen zumachen. So. Ich hoffe, es ist ein Zettel und nicht zwei. Und gewonnen hat... Saro. S-A-R-O. Ich weiß nicht, ob es eine Abkürzung ist oder japanisch. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Wir werden dir eine YouTube-Nachricht schreiben und dann, wenn du uns deine Adresse uns verrätst, dann schicken wir dir das Activity 25 Jahre Gewinnspiel-Editionsspiel zu. Herzlichen Glückwunsch. Auf jeden Fall war es eine super Aktion. Danke, dass eben so viele mitgemacht haben. Ich denke mal, es wird in Zukunft bei uns auch noch öfters Gewinnspiele geben. Ich muss mal gucken, ob wir das in dem Modus machen, weil es war ganz schön viel Schreibarbeit, die ganzen Zettel zu schreiben. Aber auf jeden Fall, ich denke, es wird nicht das letzte Gewinnspiel hier auf Hunter und Kron gewesen sein. Also ja, abonniert einfach unseren Kanal, damit ihr da nichts verpasst. Ja, und dann noch zwei Kleinigkeiten. Zum einen, wir waren wieder bei den Bretterwissern zu Gast in der aktuellen Folge. Es ist eine Spezialausgabe zum Thema Crowdfunding, weil aktuell läuft ja noch unsere Crowdfunding-Kampagne Unterstützt Hunter und Kron. Und die Bretterwisser haben ja auch ihre eigene Funding-Kampagne auf Patreon gestartet und ja, wir sitzen zusammen und reden so ein bisschen über Crowdfunding generell für Blogger und wie wir halt zu diesen ganzen Überlegungen gekommen sind, warum jetzt Patreon, warum wir zur Spieloffensive gegangen sind, wie unsere Erfahrungen dazu sind. Sehr interessante Folge auf jeden Fall, guckt da mal rein auf www.bretterwisser.de. Und dann wollte ich noch kurz darauf hinweisen auf ein Spieletreff in Berlin, falls ihr in der Nähe von Friedrichshagen wohnt. Ich habe euch mal unten einen Link gepostet, es ist von einem Kollegen von uns, der auch mal im Stammtisch dabei war. Der sucht auf jeden Fall noch Mitspieler zu seinem Spieletreffen in Friedrichshagen, wie gesagt. Der Link zur Homepage unter dem Video. Das war's von mir. Bis nächste Woche. Auf jeden Fall bis dahin hoffe ich. Nein, das wird auf jeden Fall klappen. Wird es die Programmankündigung geben für die Berlin Brettspiel Con. Da sind wir super gespannt. Ihr dürft es auch sein. Ja, das war's von mir. Bis dahin. Ciao.